schwer. So. Sie ist so schön und riecht nach Sommer. Dabei habe ich sie noch gar nicht aufgeschnitten. Okay, ich gehe schnell alles holen, was ich brauche. Was riecht nach Sommer? Susi! Oh, eine Wassermelone! So groß! Ich muss ein Stück für mich sichern. Das Süßeste, bevor Susi zurückkommt. Okay. Was für ein Werkzeug haben wir denn hier? Wassermelonen essen ist nicht einfach. Und dann haben sie auch noch diese dicke Schale. Die Kerne. Oh nein! Ich will nicht so eine Wassermelonsauerei haben! Itzi Bitzi Wassermelone! Hä? Nein! Susi! Warum gibst du diesem Ding einen Spitznamen? Ach komm schon, ist doch süß! Ganz und gar nicht süß! Das war's! Keine Wassermelone mehr! Ich will nicht, dass die Kerne an mir kleben! Tun sie doch gar nicht! Ach wirklich? Wirklich! Heute essen wir eine Wassermelone ohne die lästige Schale oder die Kerne. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Hallo Freunde, heute haben wir richtig Lust auf Wassermelonen. Hier, Sam, schau. Was soll das sein? Naja, das wird uns dabei helfen, die Wassermelone zu genießen. Susi, vielleicht bist du ein wenig überhitzt. Siehst du denn nicht, dass das keine Küchenutensilien sind? Doch klar, Sammy, sehr wohl. Aber ich habe diese Wassermelone aus einem bestimmten Grund gekauft. Ich möchte auf eine sehr interessante Weise den Saft daraus holen. Probieren wir's? Oh, was fragst du denn noch? Leute, wenn ihr unsere Idee unterstützt, dann gebt uns einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Und wenn ihr diese Wassermelonenbastelei nachmachen wollt, dann holt euch Hilfe von einem Erwachsenen. Seid vorsichtig mit den Werkzeugen. Also, nehmen wir mal unsere Wassermelone und schneiden oben ein kleines Loch hinein. Genau so. Was für ein lieblicher Geruch. Jetzt nehme ich die Klinge. Ich habe sie gut gewaschen. Die Klinge gebe ich in den Schraubendreher. Damit mache ich ein Loch. Los, Susi! Du schaffst das! Ich kann nicht gleichzeitig lachen und weitermachen. Das war der einzigartige Komödiant Schlauschleim Sam. Danke. Besten Dank. Aber sicher, ich mache weiter. Aha, fertig. Das ist die Öffnung, die wir gemacht haben. Beim nächsten Schritt brauchen wir einen Hahn. So einer. Ein normaler Hahn. Den habe ich natürlich auch gewaschen. Stecken wir ihn rein, Sam. Oh, ich dachte, du seist fertig und habe gewartet, bis der Saft in meinen Mund rennt. Nein, Sammy. Ich bin noch nicht fertig. Bitte beweg dich. Ich stecke den Hahn in die Öffnung. Genau so. Ganz fest. Nun ist der Hahn geschlossen. Aber der Saft kommt aus ihm raus? Ja, Sammy. Aber nicht sofort. Geh und hol ein paar Trinkgläser für uns. Gläser. Welche Gläser nimmt man zum Trinken von Wassermelonensaft? Plastik? Nein, zu simpel. Diese großen hier? Nein, die nimmt man für was anderes. Oh, vielleicht diese hier. Oder die da? Was ist hier los? Susi, ich bin gleich gekommen. Geht's dir gut? Ja, Sammy, keine Sorge. Ich mixe nur das Fruchtfleisch, um mehr Saft zu bekommen. Du vermixst die Wassermelone mit einem Schraubendreher? Naja, ein normaler Mixer würde uns nicht viel nützen. Die Wassermelone ist zu groß. Gut, sieht fertig aus. Ich schließe die Wassermelone mit dem Deckel, den ich davor ausgeschnitten habe. Hey, Sam! Ja? Wo sind die Gläser? Gläser? Welche Gläser? Oh, Gläser. Ah, na, ich hatte keine Zeit, sie zu holen. Du hast ja angefangen, mit dem Schraubendreher zu lärmen. Ach, na gut, wir suchen sie zusammen aus. Schauen wir mal. Die hier. Wow, wie wusstest du das? Intuition, Sammy. Du hättest sicher diese Gläser ausgesucht. Sie gefallen.
gefallen mir auch. Nehmen wir die. Schnell, Susi. Ich habe solchen Durst. Ich auch, Sammy. Aber ich muss noch die letzten Handgriffe machen. Wir müssen es irgendwo hinstellen. Hier? Da stellt man heiße Dinge hin. Wir nehmen diese Schüssel. Vorsichtig. Und ausschütten! Trinke ich eine Wassermelone am liebsten. Öffnen und man bekommt nur den Saft. Sehr lecker. Das Ergebnis war wirklich großartig, Leute. Findet ihr nicht auch? Wenn ihr zustimmt, dann gebt einen Daumen hoch und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Wir zeigen viele coole Dinge. Bist du fertig? Sehr gut. Jetzt wirst du mit einem weiteren interessanten Handwerk belohnt. Wassermelone, 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 Wassermelone! Sammy? Wassermelone, Wassermelone! Was? Wassermelone? Hey Sam, Erde und Sam! Wassermelone! Ja, das kann ich sehen, und? Wassermelone! Sammy, du machst mir Angst. Was? Wassermelonenstimmung! Die beste Stimmung der Welt! Das meinst du. Deshalb haben wir all diese Wassermelonsachen. Ja, ich will eine Wassermelone. Und etwas draus basteln. Na gut, dein Appetit kommt zur richtigen Zeit. Melonen sind die perfekten Sommerfrüchte. Gelee-Melonen gehen aber immer. Gelee. Aber gib mir trotzdem eine. Oh. Wassermelone hat einen echt frischen Geschmack. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr auch der Meinung seid. Ich sag dir eins, Susi. Du bist nicht die Einzige, die zaubern kann. Achtung! Tada! Wow! Eine richtige Wassermelone. Sammy, das ist toll. Dankeschön, dankeschön. Was willst du mit der Wassermelone anstellen? Nun, falls du dich erinnerst, unser letztes Video mit dem Wassermelonenspender war echt beliebt. Daumen hoch, wenn ihr das Video gesehen habt. Also sollten wir noch einen machen. Ich habe eine Skizze für dich gezeichnet. Oh, okay, danke. Und außerdem werden wir diesmal nicht einfach nur einen Hahn, sondern dieses elegante Ding hier verwenden. Sammy, sogar daran hast du gedacht. Dann muss ich ja nur noch eine Sache machen. Den Wassermelonenspender. Yay! Wassermelonenstimmung! Beste Stimmung! Heute machen wir eine richtig sommerliche Wassermelonenbastelarbeit. Und diesmal haben wir sogar ein Gerät, das den Wassermelonsaft rauspresst. Schau! Das Ding hat ein Instrument, das ein Loch in die Wassermelone machen kann. Am anderen Ende hat es einen Löffel für das Fruchtfleisch. Praktisch! Und es gibt diesen stylischen Zapfhahn mit einem Hebel. Also müssen wir heute was ganz Besonderes basteln. Letztes Mal hatten wir keinen Ständer. Oh, stimmt. Das packen wir mal zur Seite. Und nehmen uns das hier vor. Ich hab's! Du musst folgendes... Sammy, danke. Ich hab deine... Skizze ist schon studiert. Na gut, ruf mich, wenn du was brauchst. Geht klar. Wir brauchen dieses runde Stück. Und wir sollten dieses biegsame Stück Pappe abmessen, damit es um den Kreis passt. Ein bisschen zu lang. Ich muss die richtige Länge abmessen. So. Susi, ich wollte mehr über Wassermelonen lernen. Also habe ich ein paar interessante Fakten rausgeschrieben. Hm? Klar, lies sie vor. Ich bin gespannt. Nun, es stellt sich heraus, dass Wassermelonen von derselben Familie sind wie Kürbisse. Sie haben Kerne wie bei Früchten, aber sind doch eher Gemüse. Oh, interessant. Ein Kürbis ist auch süß. Daraus könnten wir auch Saft machen. Ja, aber Melonen mag ich mehr. Und ihr Leute, Kürbis oder Melone? Schreibt in die Kommentare. Was machst du da? Ich mache den Aufsteller, siehst du? Oh, cool. Meine Idee nimmt Form an. Richtig. Jetzt müssen wir diese zwei Teile sauber zusammenkleben. Und wie immer, seid vorsichtig mit dem Heißkleber. Der Kleber sollte ein bisschen von der Kante weg angewendet werden. Ungefähr so.
Dann platziere ich das runde Stück hier und wickle das biegsame Pappstück drumherum. Susi, wusstest du, dass du alles deine Wassermelone essen kannst? Sogar die Rinde? Auch die Rinde? Nee, wusste ich nicht. Ich habe mal die Rinde ausprobiert, hat aber nicht geschmeckt. Vielleicht sollte sie irgendwie gekocht werden. Stimmt, ja. Irgendwo hier steht, in China frittieren, trocknen und legen sie die Rinde ein. Ha, eingelegte Wassermelonenrinde. Interessant. Oh, das sieht schon eher wie ein Aussteller aus. Wir müssen auch noch eine Stütze für die Wassermelone dran kleben. Mach nur Kleb mal. Ich geh und hol die kleineren Stücke, die ich gemacht habe. Ich bin überrascht. Wie kriegst du das alles hin? Das ist Wassermelonenergie. Wassermelonensprit für Sam. Um die Stütze zu basteln, brauche ich diese Pappringe. Und einen Streifen biegsamer Pappe dieser Größe mit einer runden Öffnung. Da kommt der Zapfhahn hin. Ich klebe den Pappestreifen an die Ringe. Schön langsam. Sam, welche Teile hast du vorbereitet? Na, Henkel natürlich. Henkel? Ja, um unseren Wassermelonenspende durch die Gegend zu tragen. Ah, verstehe. Okay, wir machen das kurz fertig und dann kommen die Henkel. Vorsichtig. So. Großartig. Und die Henkel für unseren Spender bestehen aus diesen zwei Stücken und zwei Streifen Pappe. Zack. Und zack. Davon brauchen wir zwei. Die kleben wir an die Seiten an. Hier mache ich noch ein bisschen Kleber hin. Und wenn du klebst, hier noch ein anderer Fakt. Es gibt 1200 Sorten von Wassermelonen. Nicht nur rot, sondern auch gelb oder in verschiedenen Größen mit und ohne Kerne und so weiter. Wow, die würde ich gern alle probieren. Ja, jede Sorte, die ich koste, werde ich in meinem Notizbuch vermerken. Okay. Und unser Aufsteller ist fertig. Zeit für die Wassermelone. Für diesen Schritt holt euch vielleicht einen Erwachsenen. Wir müssen hier nämlich mit einem Messer arbeiten. Zuerst schneiden wir den Melonendeckel ab. Oh, sie ist knackig. Und hier noch. Ah, der Duft ist absolut köstlich. Er ruft nach mir. Schon ganz bald können wir den Saft trinken. Aber erst muss ich das Fruchtfleisch pürieren. Oh, mach nur Püree mal. Ich bin ganz in der Nähe. Okay, ich muss prüfen, ob Susi das auch richtig macht. Aha, okay. Aha, ja. Sam, ich bin fertig. Ich komme. Lass uns die Melone auf den Aufsteller setzen. Vorsichtig. Geschafft. Hält es? Ja, es hält. Juhu! Okay, jetzt machen wir eine Öffnung in die Melone. Für unser Spezialwerkzeug. Keine Angst, nach dem Pürieren habe ich den Inhalt entnommen. Und jetzt der Hahn? Jetzt der Hahn. Jetzt ganz fest eindrehen. Ja, so einfach. Jetzt können wir unser püriertes und entnommenes Fruchtfleisch reinfüllen. Es ist zu soft geworden. Und mit dem Deckel verschließen. Ich habe die Gläser mitgebracht und bin bereit zum Trinken. Los geht's. Mal sehen, was das Ding so drauf hat. Wow, heiliger Bimbam, es funktioniert. Wir haben einen wunderbaren Wassermelonspender gebastelt. Susi, was tun wir, wenn der Wassermelonsaft ausgeht? Na, dann kannst du jeden anderen Saft da reinmachen, der gut zum Wassermelonengeschmack passt. Oh, ich muss eine Liste von Säften machen. Klar. Und ich gieße dabei den Saft. Leute, gebt einen Daumen hoch, wenn euch das Spender gefällt. Und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Videos verpasst. Macht's gut. Okay, Wassermelone und Kaffee? Nee. Wassermelone und Wasser? Ja. Wassermelone und Limo? Absolut! Jahoo!